Hallo, hallo, liebe schönen Menschen. Gesicht. Milexo, was geht? Sterre. Low, sorry. Niklas. Levente. CS-Kappel, hallo. 3R, 3D, RB, was geht? Ey, wie cool, Alter. Ist das Roaring Beers? Geil. Leute, wie geht's? Könnt ihr mich gut hören? Lauter, leiser? Soll ich das noch ein bisschen? So, so. Endlich was Gutes, scheiß Covid, liege im Bett und mit Freundinnen und wir können eine gute, wir gönnen und eine Covid. Ach so, wir gönnen eine Runde Covid. Ah nein. Tom, wie geht's, Mann? Ich hoffe, gute Besserung. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast auch Red sagen. Ja, ich habe es erst ein bisschen später gerafft. Warte mal, ich mache mal den zweiten Monitor so ein bisschen noch da. Dann ist mein Fokus so ein bisschen mehr nach da, Leute. Ey, wie geht's euch? Was habt ihr so gemacht? Hast du abgenommen? Ja, habe ich, danke. Was geht, Leute? Wir warten noch ein bisschen, chillen erstmal. Ich will erstmal ein bisschen Q&A machen. Stellt mir ruhig alle eure Fragen. Wir chillen. Danke, danke. Nach IM erstmal Corona durchspielen. Ja, tut mir leid. Zum Glück habe ich mich nicht angesteckt. Zum Glück hatte ich mich wohl vorher angesteckt, aber Phantom, was geht? Ja, Fieber und fucking Gliederschmerzen. Na, Mann. Ich konnte, also als ich Corona hatte, ich musste einfach die ganze Zeit schlafen. Wirklich. Danke, Leute, danke. Letzte Zeit viel Sport gemacht, geiles Wetter gewesen, bisschen mit Familie, bisschen Volleyball. Dies, das war schon geil. Prisi, was geht? Heute wird nichts verpasst, nichts. Es ist, eigentlich ist nicht so ein langer Stream, aber ich habe mir vorgenommen, vielleicht mal wieder versuchen, mehr zu streamen. Und ich habe mir überlegt, sogar vielleicht ein bisschen mal Valo wieder zu spielen. Einfach nur so, just for fun. Ein bisschen so zu sagen den Leuten, vergiss nicht, woher ihr kommt. Heute wird nichts gegeben, Leute. Ich bin hier auch im Büro vom Roman. Deswegen, wir haben uns hier einquartiert, um ein paar Sachen zu machen. Zehn Stunden rein da. Valo kann man nicht ernst nehmen. Das würde ich nicht sagen, Mann. Valo ist schon ein gutes Spiel. Valo ist sogar ein sehr gutes Spiel. Aber CS ist halt auch ein gutes Spiel. Gesunder Kellerbräune, ja, Mann. Ey, ich bin echt ein bisschen braun geworden. Man sieht es natürlich nicht. Aber ihr könnt es mir glauben, ich war davor noch weißer. Ah. Was geht sonst so, Alter? Was macht ihr so letzte Zeit, Leute? Wir haben uns lange nicht gehört. Kevin geht's gut, er spielt immer mehr CS, glaube ich. Ich würde mal schätzen, so 20. Ungefähr 20 Kilo vielleicht. Die schönen Mod-Kollegen, Alter, dass ihr immer noch am Start seid, obwohl ich einfach so nie streame. Wann kehrt Max zurück? Das wissen wir nicht. Ey, immer die gleichen Fragen. Leute, wir wissen nicht, was die Jungs machen, Alter. Vielleicht wollen die sich ja extra ein bisschen wegziehen. Ey, danke, Leute, Mann, danke. Ja, schwere Knochen, sagen wir so. Aber kann auch mehr sein. Keine Ahnung, wie ich in meiner schlimmsten Zeit gewogen habe, weißt du? Gewichtstechnisch. Wie zufrieden bist du mit der Saison CS? Weil also CS erstmal bei so einem Nachgeschmack, Cologne, bis dahin
denke ich, haben wir geil abgerissen. Hätte natürlich hier und da besser sein können. Mit Cologne hat so ein bisschen Beigeschmack, aber ist in Ordnung, ne? Ich glaube, sind wir jetzt Zehnter oder so inzwischen? Das ändert sich ja immer, aber wir waren mal Siebter, haben also auf jeden Fall Progress gemacht. Wallo, es ist halt wirklich, guck mal, seitdem wir überhaupt in EMEA spielen, ist jedes Spiel gefühlt knapp gewesen, Mann. Es fehlt halt noch ein bisschen, dann können wir auch, da sind wir jetzt auch mal auf den Masters und so weiter. Prezi, vielen Dank, mein Lieber. Jetzt musst du mehr streamen. Ey, ich würde mehr streamen, wenn ich wirklich mehr Zeit hätte. Aber ich habe so wenig Zeit und dann will ich einfach nur noch, ey, heute Abend will ich nur noch Dota spielen und das streame ich halt nicht, Mann. Das ist halt, weißt du? Aber vielen Dank, Bro. Vielen Dank. Potenzielles Source 2 Update? Ja, sehr nice. Würde ich feiern. Wie viel Impact hast du momentan als Coach bei Big Player Changes und wie sieht die Prognose für das nächste Jahr aus? Also, ich habe natürlich sehr, sehr viel Einfluss, übertrieben viel. Und ich denke, also ich kann das Team schon so mitgestalten, wie ich es möchte. Aber ich habe halt so gute Leute um mich herum, dass ich natürlich mit denen zusammenarbeite. Es wäre ja dumm, wenn ich das alles alleine machen würde. Und wie ich die Chancen sehe, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber lass diese Sachen mal auf nächste Saison gespannt sein. Ich habe noch ein bisschen CS-Pause, sagen wir es so. Im Urlaub überlege ich mir ein paar Trainingsmethoden, weißt du, wenn ich am Pool liege. Genau diese Fragen gucken wir dann nächste Saison, okay? Leute, Kilogramm technisch nicht so viel, aber es ist halt alles eine Frage von Licht und Frisur und einfach versuchen, langsam, aber also langsam und langzeitig abzunehmen. Euer Essverhalten zu ändern, das kann ich euch ans Herz legen. Ich denke, ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr geschafft habe, halt mit dem Essverhalten zu ändern. Aber immer am Ball bleiben, Leute. Zum Beispiel, meine Lieblingssportart zurzeit ist Basketball, Alter, Leute. Übertrieben geil. Hey, da Kinders, wie geht's? Hab eine wichtige Frage, die mir schon lange auf der Zunge brennt. Oh, machst du zuerst Zahnpasta oder Wasser auf die Zahnbürste? Also vielleicht bin ich jetzt ich mache also immer eigentlich Zahnpasta direkt drauf und gib ihm. Aber ich habe gelernt, die Zahnbürste danach gut sauber zu machen, sagen wir es so. Hey Prisi, danke, vielen Dank, Leute. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Nutella-Brot gegessen habe, aber eigentlich mit Butter. Also wenn man es sich aussuchen kann, wenn man bisschen auf Gain geht's, auf jeden Fall mit Butter, Mann. El Mago, du hast den Test bestanden, Bruder. Nee, wenn dann Cola Zero. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein kalorienreiches Knife Man. Okay. So war einer meiner ersten Nicknames. Immer mal gucken. Aufs Handy, Leute. Karim fragt mich, von wo streamst du, Bruder? Karim, wenn du den Stream noch hörst, ich streame von Denzels Platz. Ich habe ihn rausgeworfen. Ja, Karim trinken? Ja, klar. Das ist auf jeden Fall was. Was geht bei G-Life? Ach du Scheiße, Alter. Aim-Level, bin da. Was geht, Alter? Was geht, Aim-Level? Du hast mehr Dota 101 mit. Ich glaube, es würde nicht gut aussehen für dich, Blizzy. Aber wie schnell bist du denn zu Hause, Mann? Krass, eben warst du noch hier.
Ja, versuch auf jeden Fall, also als Tipp zum Kochen, Leute, und Ernährung würde ich euch einen Tipp geben. Wenn du Sachen kochst, koch mit, also natürlich mit viel Gemüse und so, also mach dir eine Mahlzeit, auf die du Bock hast. Und wenn du am nächsten Tag immer noch was davon übrig hast, dann pepp sie auf mit als Beispiel Paprika oder vielleicht, weißt du, gestern hast du Hähnchen, vielleicht machst du diesmal ein bisschen was anderes rein. Aber du kannst den Base sozusagen der Mahlzeit immer beibehalten. Ey, Leute, in Chat, eins in den Chat, wer mit auf der Red Bull Afterparty war. Ich würde gerne mal so die Namen lesen, weil manche Leute haben mich auf der Party gefragt, kennst du mich noch? Ich bin der und der. Und manche kannte ich und manche nicht. Und ich frage mich halt so, welche Leute da waren. Kann mich auch nicht. Ey, cool. Ja, Business, erstmal chillen, das ist ja klar. Aber vielleicht Leute, die nicht getraut haben, mich anzusprechen oder so. Also Red war da, interessant, Mann. Aber ist ja klar, er ist ein Roaring Bearer. Nein. Kommst du Gamescom? Sehr wahrscheinlich nicht, Leute. Es ist immer noch nicht klar, wann, aber ja. Du hast mich doch angesprochen. Mokam, okay, was habe ich gesagt? Holla, ich bin's, der Fatih. Das hört sich nicht nach mir an, aber geil. Andersrum, ich glaube, Müller mich am Ende. Ausrufezeichen, oder? Ach so, genau. Wir haben das vorhin noch getestet, deswegen. Was sagt ihr überhaupt so? Und wer hat denn alle schon die Müller-Milch-Werbung gesehen, Leute? Wir gucken uns gleich mal die Clips an. Ich kann euch ein bisschen so sagen, wie das abgelaufen ist. War so korrekt, ich kenne dich zu treffen. Ey, cool, Mann. Bausau. Baumsau. Es war so schön, euch alle zu sehen, Leute. Ohne Witz. Namen den Leuten und Grüße ins Office. Ja, schöne Grüße zurück von allen. Die Academy-Jungs kämpfen gegenüber gerade. Einer kann mal ein bisschen Live-Ticker machen, Leute. Ist erlaubt. Ich glaube, es müsste schon losgehen. Ich will jetzt nicht nachgucken, oder? Gucke ich mal schnell nach. Boah, die sind schnell, Alter. Da verämmt man sich ja übertrieben. Okay, sieht nicht schlecht aus, Leute. 12-9 für das Academy-Team. Ups. Ja. Hab dich nur im Adlib angesprochen. Heilige Scheiße, das war doch vor 1000 Jahren oder so. Ich glaube, ich war nur einmal in meinem Leben mit dem Adlib und da war ich mit Mikele im Adlib. El Mago 1986, kenne ich dich persönlich? Weil du bist ja so mein Baujahr sozusagen. Nicht genau, aber so um den Dreh. Ja, hat mal jemand so durch die, warte, frage an dich, geht Müller mich Zero Fit? Also, ich habe mit Kevin geredet, also mit also wegen den Daten, ne? Also Tweeday Kevin. Und er meinte, weil Müllermilch Zero bedeutet nicht, dass da Zero Sugar drin ist. Es ist nur nicht geaddetes Sugar danach, ja. Und die Daten, meinte er, gingen fit. Und ich habe die mir auch angeguckt. Ich glaube, es hat knapp an die 200 Kalorien. Für 0,4 ist okay. Und ist halt proteinlastig, ne? Also ist okay.
Aber hat mal jemand durch die Werbung Bock auf Müllermilch bekommen, aber sich auch eine geholt, Leute? Nicht nur so, ich habe da Bock. Wie viel kann ich jetzt nicht ganz, müsstest du googeln, aber es war so okay, würde ich mal sagen. Nicht viel mehr oder nicht gleich viel oder so ähnlich viel wie wenn du so einen Proteindrink kaufst, weißt du? So um den Dreh. Also ich bin ja sowieso ein Fan von dem hier. Auch wenn man das sagen darf, aber hier und da kam mal auch eine Müllermilch, kam schon geil, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, an dem Wochenende nur zwei getrunken oder eine. Sehr schön. Aber wegen der Werbung, habt ihr wegen der Werbung auch Bock bekommen? So einen auf, ey, geil. So, weil mir gefällt, also ich sag mal so, man vergisst, also ich hab das vergessen. Weißt du? Ich habe dieses Produkt vergessen. Ja, was hat denn Vadim geschrieben? Habe ich geschrieben bei meiner. Geil, nice. Stan, eventuell ja heute. Aber nicht so lange. Morgen muss ich fit sein. Aber ich war gestern, war ich absolut tilt beim Dota-Spielen. Absolut. Ja, das ist halt so, ne? Manche Leute mögen. Ich finde, um Schokolade so wirklich dir so zu sagen, ich entscheide mich eher so für Schokolade, musst du eher so ein Schokotyp sein. Also wenn es dir trotzdem schmeckt, aber du nicht unbedingt Fan bist, holst du dir doch dann lieber das andere, denke ich mal. Hab mich wie ein Kind gefühlt. Ja, das geht mir immer so, Mann, bei Lenz. Ich umarme immer seinen Bauch. Und früher kam ich nicht um seinen Bauch herum. Und so gucke ich immer, ey, Lenz, ja, du hast wieder abgenommen. Ah, das ist der. Hey, Cookie, wie geht's? Hast du die Mythos Contract-Doku gesehen und hast dich gefreut, die alten Bilder zu sehen? Ja, safe, Leute, safe. Am Sonntag kommt auch ein Interview mit dem schönen MCT raus mit mir. Und ja, das war schon länger fällig, aber wir haben es diesmal erst geschafft. Auch sehr gut, danke. Wegen Nistru, ich habe ihn im Griff. Nein, wir haben mit Schokolade gespielt, aber es war nicht seine Schuld. Das war einfach mein Tiltness diesmal. Das war ein bisschen als seine Schuld, weil er hat Maiden gespielt. Ist gottlos, wenn Gott mitspielt, aber egal. Ich freue mich schon auf das Interview. Ja, das Interview war nice, aber wir haben uns bestimmt Minimum genauso lang vor dem Interview unterhalten über alle Sachen und so weiter. Vadim wollte, dass ich irgendwas trinke oder was, irgendwas ausführe und es ging nicht. Einfach so, cool, ne? Kann man sich so Notizen machen. Liegt einfach hier so rum. Hattest du schon 1-6 gespielt, als der Tam-Clan krass war? Dachtest du damals an die über was sagst du damals über die Jungs? Also ich sag mal so, das war noch nicht ganz. Also hatte ich noch nicht ganz gespielt. Ich kannte sie natürlich später on, so later on hat man natürlich paar Namen gekannt, aber das war sozusagen noch alles vor meiner Zeit. Also viele Leute da draußen wissen ja gar nicht, dass es noch eine vor meiner Zeit gab. Ihr vielleicht schon, aber so. Ich sag mal, manche andere nicht. SKG, großer Tam. Welches SKG? Ja, damals gab es, glaube ich, noch kein SKG. Oder? Warte mal, irgendwo hier hinten war das doch. Einen Moment, Leute.
Ich habe mir auch voll viele andere 1-6 Sachen angeguckt, auch von mit Shiddy, der auch im Chat ist, oder auch mit Macman, mit all den Jungs, mit Tim. Also ich fand einfach, der hat sehr geile Interviews gemacht. Und ich habe ihn auch gefragt, ey, sag mal, wie hast du die Leute gefunden? Ich sage, okay, die Frankfurter Jungs ist relativ easy, aber so andere. Und der hat mir dann halt immer ein bisschen erzählt, also der MCT, wie er die Leute gefunden hat. Alle Interviews sind krass, auf jeden Fall nice. Aber, also mich würde mal interessieren, findet es auch jemand krass, der noch hier sehr jung ist und über diese Zeit gar nichts weiß? Weil jeder, der diese Zeit ein bisschen miterlebt hat, das ergibt Sinn, das ist nostalgisch und so weiter. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe, danke. Okay, Stan, bis später dann vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Granate 99. Ich kenne die Zeit gar nicht, bin gefühlt erst seit Valo auch an CS interessiert. Okay, das ist sehr gut. Dann gebt ihr mal die Interviews von dem Book of Counter-Strike Channel. Ey, ohne Witz, diese ganzen alten Demos, ne? Das ist so viel, das ist Gold wert, Alter. Book of Counter-Strike ist notiert. Ja, geh mal auf den YouTube-Channel. Da gibt es auch eine Doku über 1.6. Eine sehr gute, wie ich finde. Und also der Kollege, der das macht, der kriegt dafür kein Geld, hat keine Sponsorships. Er macht alles auf Zeit von sich selbst, fährt überall rum. Und das alleine gebührt halt wirklich viel Respekt. Und ja, einfach Respekt dafür und einfach nice. Ich fand das Taktikbuch damals mega krass. Habe ich mir nie richtig angeguckt, muss ich sagen. Okay, warte mal. Bin kurz vor CS-Release in CSS umgestiegen. Damals mit den MTW-Jungs, mit den Tweeday, dann Grisys und CS ist für mich eins der interessantesten Dinge überhaupt. Die Doku neulich fand ich auch mega. War für mich auch das erste Mal von diesem Clan zu hören. Okay, nice, ja geil. Ja, genau, so von den Leuten, die das nicht kennen, ist das für mich noch interessanter, weil die, die das kennen, bin ich mir schon sicher, die das sehr cool finden, weil die Zeit einfach überkrass war. CS-Movie-Szene war krass damals, der Mann. Ja, weil die Musik alleine, weil du bist nicht anders so leicht an Musik gekommen, das ist alles krass. Ja, Presi, würde ich dir recht geben wahrscheinlich. Es war einfach so ein bisschen anders, Mann, Leute. Es war einfach ein bisschen anders. Aber die Zeit heute ist auch geil, müsst ihr überlegen. Man hat so viele Möglichkeiten, man kann so schnell besser werden. Hat auch irgendwas. Kaito, was geht? Frankfurter Typ, vielen Dank, mein Bro. Sehr, sehr nett. MP9, aka die GOP-Gedächtniswaffe. Hatte eine Pause von 2010 bis 2014 von CS. Von 1.6 auf CSGO habe ich mich gefragt, was da auf einmal alles für Clans Orgas sind. War total überfordert. Anfangs, sehr verstehe ich. Also, das ist auf jeden Fall eine Zeit, da hat es angefangen zu blühen. Da hast du auch die Navi-Zeit ein bisschen nicht mehr ganz mitbekommen. Deswegen. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Willkommen auf dem Stream. Wir fangen gleich an, uns ein paar Sachen anzugucken, Leute. Meine Müllermilch-Werbung. Ich finde die sehr gelungen, Alter. Ich finde die Werbung an sich sehr gelungen, Leute. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und würdet ihr, eins in den Chat, würdet ihr sehen, dass ich mal in so einem Animationsfilm die Stimme von irgendeinem, ich sag nicht Hauptcharakter, aber so einem Nebencharakter spiele? Weil ich finde, ich habe das voll gut gemacht, Alter. In der Werbung. Und also so Eigenlob stinkt, aber ihr wisst ja, was hier ist. Academy gut. Also ich nehme mal an, wenn du schon hier bist, hat Academy geklärt?
Nehme ich einfach mal an, oder? Academy geklärt, Alter. Die wollen bestimmt einen Döner später essen. Nee. Kosmonaut, nein, denke ich nicht. Vater neue Tom Hanks. Nee. So, ich sage ja nicht, dass so von na, neben so ein kleiner Vogel an der Seite oder irgendwie eine Kuh oder so. Ja klar, Eintracht beste Mann. So eine Eule. Ruh, stimmt. Da müssen die gar nicht mehr viel Geld dafür bezahlen, um die wirkliche Stimme von denen zu benutzen. Die können einfach mich benutzen. Nein, nein. Es gibt nur eine Eintracht, Leute. Komm. So, sollen wir mal vielleicht den ersten Clip abspielen, Leute? Was sagt ihr? Wir gucken uns mal den ersten Clip an. Ja, gucken ihn so zweimal an. Und dann will ich mal hören, so was ihr denkt, okay? Ich meine, viele kennen es, aber wir gucken es einfach nochmal an. Vielleicht könnt ihr, kann ich auch eine coole Geschichte noch dazu erzählen, okay? Let's go. Alle, Rush Banane. Hey Jungs, was macht ihr? Wo bleibt ihr? Ha? Komm, wir gucken uns nochmal an. Ist der Sound so okay? Ja, schon ein bisschen geil, in der Arena zu sehen, einen eigenen Clip. Muss ich euch echt ehrlich sagen. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ich mach nochmal Go. Alle, Rush Banane. Hey Jungs, was macht ihr? Wo bleibt ihr? Ha? Ja? Das ist auch der Shot des Jahres gefühlt. Allein das macht schon Bock auf ein Müllermilch, Alter. Das haben wir schon gut gemacht, Mann. Bam, gib ihm. Okay, gehen wir back zur Besprechung, Leute. Unter uns. Warum Rush als CT? Das muss keinen Sinn ergeben. Das ist nicht die Frage, Leute. Nee, was sagt ihr denn, Leute? Nein, das schreibt ihr. Die Map ist nicht originalgetreu. Naja, Banane, weil Müller mich Banane war. Ihr wisst doch, Leute, wie das ist. Ihr wisst doch, wie das ist. Die müssen sich doch auch anpassen, so. Langsam, aber wenigstens macht Müller mich jetzt schon mal sowas. Niru, mein Lieber, was geht? Ja, ich denke, es wird eh irgendwann hoffentlich mehr in die Richtung geben, dass es Milchalternativen gibt. Safe. Da werden die auch auf jeden Fall das haben. Ja, Mann, bei dir? Bei mir ist alles gut, Alter. Bisschen Zeit mit Familie genossen. Jetzt ein paar Tage noch hier in Berlin. So Semi-Arbeit. Und dann geht's nochmal für 7 Tage in die Türkei. Gucken wir mal, ob noch Karim geschrieben hat. Nein. Schade, Mann. Ich habe Karim sehr vermisst. Ich kaufe Müllermilch erst, nachdem das erste Major gewonnen wurde. Da kenne ich nichts. Okay, Aim Level. Wir geben unser Bestes, okay, damit du die Müllermilch mal genießen kannst. Ja, Mann, alles gut. Danke dir, Niro, mein Lieber. Ey, Karim war der Superstar auf Acer One Cologne, seid ehrlich. Der Typ ist ein Naturtalent mit den Fans.
jetzt schon in seinem Alter hat er so eine geile Art. Das ist wirklich. Er muss auf dem Teppich bleiben, Leute, okay? Wir müssen es schaffen, dass er auf dem Teppich bleibt. Also, wenn er vorbeiläuft, irgendwann guckt, also fan ihn nicht zu sehr, okay? Fan mich mehr, damit er weiß, wer der Real Superstar ist noch. Damit er auf. Ist alles so für ihn, weißt du? Ja, das stimmt schon. Er liebt wirklich die Fans. Just Another Skyline? Ja, sehe ich auch so, Mann. Lüsche muss sich ein bisschen was von ihm abgucken, ja. Aber es gibt halt solche Leute und solche Leute, weißt du? Gott B ist und bleibt der Beste. Ach, danke dir, mein Lieber. Alles ab nächste Woche. In ein paar Wochen wird es mehr Informationen geben, Leute. Du hast auf jeden Fall die Show gestohlen auf der Aftershow-Party. Napsi. Danke. Ja klar, Mann. Rishis Charakter ist auch sympathisch. Der ist auch nicht so. Also vielleicht wirkt er ein bisschen kalt manchmal, aber er ist jetzt nicht so kalt, wie man denkt. Oder vielleicht, wie es so rüberkommt. Schon auch ein sehr, sehr cooler Dude. Eins in den Chat, wenn ihr traurig wärt, wenn wir wirklich zu G2 gehen würden, Leute. Ja, Mann, so viele Einser will ich sehen. Stark, Leute. René, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja. Dann wäre CS vorbei für mich. Ey, wie süß, Toni. Nein, Leute, das war doch alles nur ein bisschen Quatsch, das wisst ihr doch. Hat doch Johannes schon aufgelöst alles. Ja, da gab es irgendeinen Kommentar von irgendjemandem, einen Analysten, der eine Theorie hatte. Johannes hat ein bisschen gebaitet, dann habe ich ein bisschen gebaitet. Hast du eigentlich noch einen Fuckshot? Ja, klar, aber ich habe es jetzt nicht an gerade. Jetzt ist ein anderes Big Shot drauf. Es gibt nur einen Verein, VfL Germania, ja, so sieht's aus. I'm going to the supermarket, anyone wants something? Ja, so muss es sein, Leute, Alter. So muss es sein. Paparapala, was geht? Vielen Dank, dass du in den Chat gekommen bist, mein Lieber. Ich habe ein sehr geiles Roaring B-Shirt. Pumilumi, ja Mann, so sieht's aus. Wann deutscher Last Dance? Das wäre mal krass. Das wäre mal krass. Das alte erste Line-Up von Big. Nex zurück, Kief zurück, Legia zurück und der Last absolute Gob Dance. Eins oder zwei Leute, das wär's, Alter. PGL Krakow Vibes. Die Stimme, achso, die Stimmung. Wie ist die Stimmung heute bei dir auf DE Office? Also im Office ist sie sehr gut. Wir haben heute sehr, sehr gut gearbeitet. Ich bin seit 11 Uhr hier. Sehr, sehr gut gearbeitet und Gas gegeben. Kevin, Keith. Ja, Mann, Alter. Wenn die nicht rausgespitzt wurden, wer weiß, wie weit wir gekommen wären. Timo Kau, vielen Dank, mein Lieber.
Was glaubst du, wer G2 wirklich helfen könnte? Boah, ich weiß es wirklich nicht, Leute. René, genau wie Tick, so wie bei PKD, ja. Es war zu spät, Hagibier. Und die mussten dann sozusagen rausgeschickt werden aus der Halle, die Leute. Leider Zuschauer-Buff geklaut. Ja, Mann, auf jeden Fall, ohne Witz. Wir haben auf jeden Fall die Zuschauer sehr, sehr viel gesehen und gehört auf dort. Das war so die Mitgeburt von Roaring Beers, würde ich sagen, weil es war halt so ein richtiger Fanblock und der wurde rausgeschmissen, Alter. So eine Seniorenliga, ja, das wäre krass. Quake Pro League Finals werde ich wahrscheinlich nur semi verfolgen. Weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann die sind. Ich hatte es gesehen, aber ich habe es vergessen. Aber natürlich werde ich halt Kills anfeuern, ist ja klar. Es gibt auch die Out of Office League, ja, aber da spiele ich nicht mit, Mann. Ist doch ist nicht so gut, Mann. Was macht Roman R. eigentlich bei Big? Er macht einfach alles, Alter. Ohne den wären wir verloren, Leute. Nein, er kümmert sich um die ganzen Spieler, Spielermanagement-Dinge, Dinge, die hier anstehen. Viel, also wirklich, so eine Sache könnte man nicht nennen. Es macht so viele Sachen. Old Big gegen Old VP, ja, Mann, das wäre interessant. Leute, was hält ihr davon, wenn wir jetzt mal den zweiten Clip uns angucken? So langsam aber sicher müssen wir auch das machen. Was macht Chefkoch nun? Ich glaube, der hat seine Ausbildung fertig und arbeitet einfach. Ich sag mal so in Anführungszeichen normalen Job. Aber egal, wir gucken uns erstmal diesen Clip an. Okay, Leute, seid ready. Ich mach nochmal zurück. 3, 2, 1, go. Warte mal, warte mal, warte mal. Das sieht mir nicht nach wirklich Full HD aus. Okay, nochmal. Das ist der neueste Clip. Verdammt, der da! Was ein Noob. Hä, was ein Noob. Ja, es ist. Man merkt, dass es ein Trickfilm ist, weil Gob ein One-on-One verliert und im falschen Bombspot ist. Genau so sieht's aus, Olympia. Verdammt, der ist auf! Verdammt, der ist auf! Warte, das gibt's danach. Erstmal darüber. Warte, warte. Ich komme mal schon mit dem Chat. Als mir Arya erzählt hat, dass Roman sein Ansprechpartner ist und ich wusste, dass er eine Legende ist, bin ich innerlich kaputt gegangen. Ey, aber ja gut, was soll er machen, Mann? Ein anderes Spiel, weißt du? Romans Rolle ergibt auch Sinn durch sein Studio Mermann, genau. Kunstfehler, Brudi, was geht, David? David, sorry. Ey, Arya als Typ hätte nicht... Da läuft irgendwie ein Hintergrund, sorry. Also Arya als Typ hätte safe passt ein Spieler selten so gut zu uns wie er. Von Typ her so, was ein Typ das ist. Absolut geiler Typ, Mann. Absolut. Und ich bin auch noch absoluter Tekken-Fan, also mit mir, also ich verstehe mich sowieso gut mit dem, aber auch so, wie der auf der Party war, was ein geiler Typ das ist. Der Typ ist einfach nice.
Habt ihr noch Fragen, Leute? Ne, das kann ich natürlich nicht beantworten, Leute, Mann. Wie viel Cash gab's für den Müller-Milch-Spot? Rush Banane, weiß schon. Leute, Leute, das geht doch nicht, Mann. Stellt mir andere gute Fragen. Tuscan, Leute, Tuscan. Playerbreak habe ich so verbracht. Erstmal nach Cologne relativ schnell zur Familie gegangen. Seit Cologne eigentlich mit der Familie gewesen. Und gestern nach Berlin gekommen. Oder vorgestern. Ich glaube, vorgestern Abend. Vorgestern Abend nach Berlin gekommen. Gestern Berlin viele Sachen erledigt. Wohnung ein bisschen, da ein bisschen. Dann heute sehr, sehr viel auch wieder Sachen erledigt, so Arbeitssachen, was für Big ansteht. Und am 31. fliege ich in die Türkei. Da werde ich noch ein bisschen chillen. 7 Tage Hotel. Und dann geht es auch schon nach der Pause wieder los, Leute. Hast du gesehen, dass Next wieder getwittert hat? Ja, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, was Next macht. Ich glaube, der ist noch ein bisschen am Chillen. Wie traurig warst du, dass du dieses Jahr kein Bild mit Kunst in den. Sehr traurig, Mann. Ja, auf jeden Fall Kunst, sie safe. Kabitzon, was geht, Mann? Müllermilch Blueberry wäre krank. So ein milchiger Blueberry, ja, könnte krass sein. Wenn die alten Legenden rein theoretisch dran geblieben wären, meinst du, die könnten heutzutage noch mithalten? Boah, ist schwer zu sagen. Sehr, sehr schwer zu sagen. Next Card, mir geht's gut, Bro. Wie geht's dir? Ich genieße sie sehr, die Player Break. Ist definitiv trotzdem Urlaub, auch wenn ich jetzt heute und gestern mal ein bisschen was zu tun hatte. Aber ich genieße sie sehr. Ich glaube, Vin ist einfach normal am Arbeiten. Du bist unfassbar gut aussehen. Danke, Mann. Vielen, vielen Dank. Nehme ich gerne an. Hey Gob, du bist eine absolute Legende. Kleine Story. Du und Capio wart immer meine großen Vorbilder und ich durfte vor einigen Jahren mal über einen Kumpel, ehemaligen Teammember von Capio 2 Games mit Capio gerne. Ach so, okay. Wahnsinn, wie der Typ eincheckt und gleichzeitig das Spiel liest. Auch wenn es eventuell kein Nuke für mich war. Einfach einen der schönsten CS-Momente in meinem Leben. Ja, das ist ja nice, man. Natürlich juckt uns das. Was soll das gegen diesen Kopf machen? Ja, jederzeit könnt ihr Bilder machen, Leute. Kannst du sagen, wann das Valve-Team einmal wieder spielt oder das System ist ewig keine Games mehr gespielt? Claro, das System ist leider noch dieses Jahr nicht so gut, weil die nicht im Last Chance Qualifier sind. Gibt es jetzt nicht so viel Interessantes zu spielen, aber ja. Ich hoffe bald. Ich habe noch einen Gästebucheintrag von Fatih auf der ESL von 2008. Heilige Scheiße, Alter. Ich weiß nicht, was du mich. Normalerweise sign ich keine Gästebücher. Ich weiß nicht, was da an mich geraten ist. Mit Navid bin ich jetzt nicht täglich im Kontakt oder so, aber wir sind halt in einer WhatsApp-Gruppe zusammen. Da fragt man mal hier und da, ob jemand gamen möchte. Echt, Kunstmann?
Hi, Server, Server on. Ich vermisse die Late-Night-Session mit Geodreieck und Zirkel, stets auf der Suche nach wildesten Arrows über die halbe Map. Ja, Mann. Leute. War schon auf jeden Fall geile Streams, die wir abgeliefert haben, Leute. In Sachen auch Education für das Spiel. Es hat mir geholfen, weißt du, mit euch zu reden, eure Ideen, ey, wie kann ich so. Und ihr habt vor allem gesehen, wie dedicated ich an diese Sache gehe. Weil all die Jahre davor war das ja eigentlich immer nur ein Rumor. Aber da wart ihr sozusagen mal live dabei, wie wir auf den Server gehen. Links, rechts, wie so mein Gehirn Probleme löst und so. Ich denke, das waren schon nice Streams. Also da haben wir geilen Content eigentlich erschaffen, Leute. Nicht nur ich, sondern halt auch mit euch zusammen, weil ihr geil im Chat dabei wart. Weißt du, das ist ein wichtiger Part gewesen. Fatih, merhaba. Umarım toparlar. Çalışmışlar. Ne durumda onun önümüzdeki Major'da en azından çeyrek finale bekliyoruz. Sağ ol abim. Also er sagt sozusagen so, er erwartet uns im Halbfinale, glaube ich, ist JTEC. Und ich denke, ja, Paris, inshallah. Ich bin ehrlich, ich freue mich, dass du live bist, aber ich warte bis heute noch auf den angekündigten Musikstream, was du mit Sam, Peter und FNR in den USA. Ich vergesse nie. Ja, Mann, Alter. Ja, das waren so geile Streams, aber irgendwann müssen wir das eigentlich machen. Aber darf man noch einfach Musik auf Twitch streamen? Weißt du, so die geilen alten Songs haben doch bestimmt Copyrights, Mann. Ja, aber VOD löschen, ja, okay. Diese Tricks. Oh, Leute, der König ist da. Wir brauchen auf jeden Fall mal eins in Chat für Kito mit 1 geschrieben. Nils, was geht? Das sind die 1 im Chat, Leute, Alter. Aslan Aslanovic. Jetzt kommt jeder Legende aus der Ecke, Leute. Einmal 2 in den Chat für Aslan, Alter. Immer wenn ich Aslans Stream gucke, Alter, ist er am Beleidigen und irgendwas machen. Du siehst sehr erholt aus, ja, aber mein richtiger Urlaub geht noch los. Immer erwische ich ihn bei irgendeinem Quatsch, Alter. Er denkt, ich gucke nicht, aber ich habe noch überall meine kleinen Vöglein. Pony, sağ ol kardeşim. Geçirdik, iyi oldu şimdi. Danke, Bro. Ich sehe sehr erholt aus. Ich gebe mein Bestes. Gleich kommt hier Chefkoch rein. Aber wir haben nicht mehr so lange Stream, Leute. Wir haben nicht mehr so lange Stream. Weil ich muss langsam nach Hause und morgen Gas geben, ja. Morgen muss ich Gas geben für meine Boys. Wenn du dir eine Valuability wünschen könntest, welche wär's? Jet Dash? Jet Updraft vielleicht? Aslan, hast du irgendwas zu sagen mit diesem Wurde auf dem Boden? Herr Gopp, wie hast du es auf die Leinwand geschafft auf IEM? Viel Arbeit, Bro. Wollte auch mal nochmal Danke sagen, Interview dann doch gemacht. Ja, ey, das Interview wollte ich schon lange machen, aber ich hatte wirklich so viel zu tun und jetzt hatte ich wirklich die Zeit und ich habe sie mir sogar zu Hause bei meinen Eltern genommen. Gesagt, ey, fahr rüber, ich bin da, das ist deine Chance, komm. Direkt Kollege gekommen, hat alles geil abgedreht und hoffentlich kommt es am Sonntag raus, Leute.
Klar, Mann, BK-Lands Legende. Egal, Kunze, gut, dass du auch Druck gemacht hast. Sehr gut. Ja, Mann, ich finde es auch. Ich finde es einfach nice, was für geile Arbeit der macht. Ja, das war auf jeden Fall sehr witzig, Alter. Die hat einfach was ausgegraben mit ihren Messern. Wann droppst du dein Debütalbum und das Mixtape? Also, wir haben uns einfach ein bisschen lustig gemacht über dich. Lass dich mal ein bisschen genießen, Mann. Muss ja nicht direkt beleidigen hier. Freunde, wann geht Aslan live? Das ist die Frage der Fragen. Und wird er seinen Chat wieder einmal am 500. Tag in the Row ignorieren? Er hat es geschafft, über fast 2 Jahre seinen Chat absolut zu ignorieren, Leute. Nur wenn mit Instagram-Account ein Female schreibt, dann antwortet er mal. Oh, da kommt direkt diese Frage, droppst du jetzt? Fühlt sich Sürson unwohl, wenn er LAN spielt? Guck mal, die Frage beantworte ich mit einem einzigen Wort und das ist einfach ein Nein. Könnt ihn gerne selber fragen, er sagt selber. Oh, Houston, guck, Houston war auch an dem damaligen Legenden-Musikstream dabei, ich weiß es noch. Nee, du hast jetzt ein bisschen angefangen mit deinem Chat zu reden, Aslan. Immer wenn ich schreibe, dann antwortest du, weil I have almost in dir so. Aber den Rest wird knallhart ignoriert. Sonst hättest du schon über 500 Subs. Das wissen wir beide. Ja, Sales Comeback. Ich werde das ganze Team kicken und ich werde ein eigenes Team aufstellen. Ich brauche plus 4 Leute. Komm, Aslan wechselt zu CS. Ich brauche einen, den ich anschreien kann. Plus 3 noch. Ich würde auch mein Chat ignorieren. Mach's nichts falsch. Aslan, sei ehrlich, hast du ein bisschen vermisst, angeschrien zu werden von mir? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber du kannst ehrlich antworten. Hier wird nicht gejudged. Es wurde noch nie eine gelbe Karte hier verteilt in diesem Chat. An diesem Chat wird nicht gelogen. Ich würde mich anschreien lassen, vor dem, wenn ich mitspielen dürfte. Geil. Geil, geil. Aber ich erinnere mich gar nicht mehr. Oh nein, Alter, schon so lang her. Er erinnert sich gar nicht mehr an mich, Leute, Alter. Mündig, was geht, mein Bro? Ich habe nicht geschrien, aber ich war halt immer sauer. Hab geschmettert, Werner hat gebockt. Was zum Beispiel, Aslan? Erzähl mal so eine witzigste, ach so, angemeckert. Erzähl mal so eine Geschichte, wo du dachtest und dann wurdest du angemeckert, aber du konntest nichts dafür oder so. Und dann gucken wir das letzte Video. Mündig, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Sehr nett von dir. Rische zeigt halt nicht so viele Emotionen, deswegen meinen die Leute das wohl so, ja. Warst auch das ganze Jahr fast gar nicht mehr sauer eigentlich. Stimmt, fast gar nicht mehr sauer. Stimmt, aber doch teilweise manchmal ausgerastet. Aber halt, ich mache es ja nicht aus Spaß, sondern halt, weil ihr alle besser geworden seid, muss ich nicht mehr ausrasten.
Kopf würde niemals schreien. Ich habe sanfte Stimmbänder, Leute. Ich könnte doch gar nicht schreien. Diese Stimme ist doch nicht zum Schreien geboren. Die ist immer sanft. Und noch nie habe ich in ein Ohr von einer anderen Person geschrien. Also FNR hat einfach 1 Kilogramm Marasch weggehauen. Er fragt noch, wollt ihr noch essen? Wir sagen, ey, da ist 1 Kilo. Ess einfach so viel du willst. Da wird schon noch was übrig bleiben. Er hat einfach nach 15 Minuten sich umgedreht und das ganze Blatt war leer. Zum Glück wollten Nico und ich nichts Süßes, aber heilige Scheiße, der hat einfach 1 Kilo Eis weggehauen, nachdem wir zwei Cockroaches gegessen haben. Und wir waren pappesatt. Also so, wir haben gerade noch so den zweiten geschafft. Und er hat einfach im Hotel, bam, 1 Kilogramm Eis weggehauen. Okay, Aslan ist aus dem Chat, er überlegt und beim Überlegen hat er Bluescreen bekommen. Real-Life-Bluescreen. Er ist gefreezed. Wir müssen irgendjemanden hinschicken. Warte, ich mach mal kurz Licht an, Leute. Er ist gebluescreent. Geil, Alter. Okay, ich erzähle euch eine Geschichte. Okay? Ich weiß aber nicht mehr genau, um was es ging. Ich habe Aslan angeschrien, fertig gemacht. Irgendwas. Aslan hat einfach nur gesagt, ja, okay. Oder irgend, er hat nicht richtig, ist nicht drauf eingegangen. Und dann gucken wir VOD, ja. Und ich merke so, ey, Aslan, du konntest da gar nichts machen. Und er hat gesagt, ja, ich weiß. Ich konnte da nichts machen. Ich so, aber warum hast du nichts gesagt? Er so, ich weiß doch, weil wir gucken eh immer die VOD danach. Danach wirst du eh immer zugeben, dass du sozusagen nicht im Recht warst. Oder dann wirst du eh wahrscheinlich mir Recht geben in der Szene. Und es war so. Und als das Nico gehört hat, also Legia gehört hat, meinte er, oh, er weiß schon, Gott zu handeln, so. Respekt. Aber 500 IQ, wenn du einfach zulässt, auseinandergenommen zu werden. Also sagen wir nicht 500 IQ, aber er hat auf jeden Fall Gott verstanden, was man, da braucht man nicht 500 IQ für. Das auf jeden Fall nicht. Okay, Leute, gucken wir letzten Clip. Ja, ich muss in CS auch sehr oft meckern. In CS war ich viel mehr Tilt, ich schwöre, als in Valo sogar. Würde ich sagen. Ich glaube, es war 1 Kilo, aber 100 Milliliter ist doch fast 1 Kilo, oder? Also das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Krimbo ist nicht wie Aslan. Weil Krimbo akzeptiert viel. Aslan hat am Anfang nicht so viel akzeptiert, weil Aslan hat ein Problem. Er ist ein smarter Junge, aber er denkt, er wäre Albert Einstein. Oft. Besonders am Anfang. Er denkt, er hat einfach Relativitätstheorie erfunden. Lalilulies. Dankeschön. Jetzt wird's persönlich. Bei Auslands ist immer persönlich, Jungs. Aber die Frage ist, Aslan, wer jetzt in eurem Team die Leute sozusagen mal erklärt? I am the Clutch Minister, okay? Okay. Okay, wir gucken uns den Clip an, ja? Solange kann ja noch irgendjemand eine Geschichte überlegen. Manchmal muss man den machen und dann nochmal den. Schande, komm. Ist das gut bei
Fall eine Müllermilch. Gibst du dir gerade Minipack oder was? Nö, Erdbeere. Mann, das Sound muss weggehen. Nein. Schande, Gob. Warte, noch einmal. Schande, Gob. Ist das gut bei dir? Erstmal eine Müllermilch. Und kriegt HP dazu, guck. Nö, Erdbeere. Okay, Aslan, andere Frage, ja? Aslan, du bist ja mit Laka 1 Million Kilometer gefahren, oder? Also, du bist ja, also falls ihr nicht wusstet, Aslan war auf den Masters, ist mit Auto hochgefahren, hat gechillt, sich die Spiele angeguckt. Jetzt die Frage, was habt ihr im Auto besprochen? Was waren die Themen? Oder wurde so, wie du mit Nico gefahren bist, gar nicht geredet? Die sind einfach 1000 Millionen Kilometer zusammengefahren. Ich sage, was habt ihr die ganze Zeit geredet? Sie sagen, wir haben aber nicht geredet. Musik, nicht geredet. Timo, ja, Mann, Alter. Ohne viel reden, so sieht's aus. Okay, Leute, ich glaube, das waren die 3 Clips. Was sagt ihr insgesamt zu der Sache? Sollte Müllermilch in den E-Sports einsteigen, ja oder nein? The question of questions. Ja, ne? Die sollten einsteigen, meint ihr? Müllermilch, ja? Aimermilch, ganz klassisch, ja, das ist ja nice. So eine Version für besseres Aiming. So ein Drink fehlt noch, Leute, oder? Mit dem Drink habt ihr besseres Aiming. Als Cooldown-Getränk. So Anti-Tilt. So, wenn du mal so Tilt bist, du bist ja nicht immer Tilt, also kannst du nicht jeden Tag trinken. Aber wenn du mal Tilt bist, geht's ab. Gesichtsgetränk. Okay, interessant, interessant. Ist da viel Zucker drin? Ich glaube, es geht sogar. Aber ich glaube, an Zucker kommt man da noch nicht vorbei. Soweit sind sie noch nicht. Auf jeden Fall ist das, gibt's noch, vielleicht kommt ja noch mal was raus, ne? Vielleicht auch sogar was Veganes. Geht ja. Oh, Sunshine weiß Bescheid, Alter. Ja, ist schon viel. 10 Gramm pro 100 Milliliter ist schon relativ viel. Aber es gibt ja auch die Zero-Variante, dann ist weniger drin, glaube ich.
Alles weitere zum Team kommt erst nächste Saison, Leute, kommt. So, Leute, ich würde langsam den Stream beenden. Was sagen wir dazu? Was sagt der Chat zu dem Beendungsthema? Eins. So langsam, aber sicher beenden. Machen 24. Ja, dann müsste ich ja gamen beim 24er. Wenn wir die nächsten Tage nichts zu tun hätten, morgen ist ein sehr wichtiger Tag. Ja? Aslan weiß Bescheid. Leute, ich muss noch ein bisschen hier was vorbereiten. Und dann gehe ich auch schlafen. Wen raiden? Ich habe gestern Valo Deathmatch gespielt, Aslan, auch Spaß. Also wenn irgendwann mal ein Platz frei ist, ich gebe noch gute Gesichter, Alter. Das kann ich versprechen. Okay, die Frage ist, bin ich in Twitch hier eingeloggt mit dem? Nee. Leute, ich vertraue. Okay, wenn Naso sagt, komm, gib mir Naso Link, den wir raiden sie. Teilweise in seine Stirn auch rüberzieht. Gucken wir mal, ob ich sie finde. Ich hab keine. Okay. Okay, Leute, ich würde sie dann raiden. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns wahrscheinlich am 24. Bleibt auf jeden Fall auf den Kanälen ready, Leute. Danke für den Stream, Prezi. Vielen Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Das war der Miller-Mich-Stream. Wir sehen uns auf jeden Fall die nächste Zeit. Ich werde jetzt mal ein bisschen noch entspannen. Morgen haben wir einen wichtigen Tag, Leute. Drückt mir die Daumen. Werdet ihr auch irgendwann erfahren, was da genau los ist. Weiß ich nämlich nicht, ob man das sozusagen sagen darf. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Laufenden. Wir geben Gas, Leute. Bleibt auf jeden Fall gesund. Passt auf. Und grüßt Nasuada von uns. Gute Streamerin. Und wir sehen uns, Leute. Ja?